So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV und wie versprochen gibt es heute das Unboxing und First View zum Google Pixel 3a. Meinem brandneuen Handy, mein Smartphone 2019 und in meinen Augen auch wirklich so der Gewinner, was jetzt tatsächlich die Preis-Leistung angeht und die Feature, die ein Smartphone beinhalten sollte. Denn wenn ich mir teilweise die Flaggschiffe vom letzten und diesem Jahr anschaue, also sei es jetzt das kommende Google Pixel 4, ja, oder auch das iPhone 11, dann sehe ich erstens nicht allzu viel Innovation und viele Kaufgründe, die dann tatsächlich dafür sprechen sollten, sich eines von diesen Telefonen zuzulegen. Und auf der anderen Seite sehe ich es einfach nicht ein, teilweise mehr für ein Smartphone auszugeben, als dann tatsächlich für einen Laptop. Und natürlich geht es immer weiter vom Trend her, ja, mehr Performance in so einen kleinen Formfaktor zu bringen und dann entsprechend auch ein Äquivalent zu haben, ja, das tatsächlich von der Funktionalität viele Laptops übertrumpfen kann, ja. Aber wir sprechen hier nicht von Workstations, wirklich potenten Laptops, mit denen man auch arbeiten kann, mit denen man Videos schneiden kann und rendern kann. Davon sind Handys noch weit entfernt, zumindest in dem Ausmaß. Natürlich, es gibt Software, mit denen man das machen kann und es gibt genug Leute, die nur von ihrem Handy aus sozusagen ihre Videos bearbeiten, aber das ist für mich unter keinen Umständen eine Lösung. Aber nichtsdestotrotz ist zumindest die Kamera und die Möglichkeit, eben hochauflösende Videos und Fotos zu drehen und zu machen, einfach elementar. Und einfach die Möglichkeit, immer eine Cam dabei zu haben, ohne jetzt groß meine eigene mitzuhaben. Wie es so schön heißt, die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Das macht natürlich eine gute Kamera in einem Smartphone unbezahlbar. Und genau da kann das Google Pixel 3a entsprechend scheinen. Denn es ist genauso wie bei dem vorherigen Flaggschiff, das Pixel 3, ja, das weitaus teurer war, ja, und immer noch relativ teuer ist, ist eben eine sehr, sehr gute Kamera verbaut gewesen und exakt dasselbe Modell ist jetzt hier beim 3a ja auch hier verbaut und das hat mich wirklich sehr, sehr freudig überrascht gehabt. Und übrigens, ich habe das Ganze hier in einem Bundle gekauft und zwar, ja, unschwer zu erkennen, ja, an dem Band habe ich das Ganze bei Saturn in diesem Bundle gekauft, aber ich glaube, das war nicht nur auf Saturn beschränkt, sondern allgemein, wenn man ein Google Pixel 3a gekauft hat, in einem bestimmten Zeitraum gab es ein Home Mini dazu. Ich habe mir eben die Carbon-Variante dazu ausgewählt, einfach weil es zu meinem Sofa dazu passt und ich unbedingt einen Smart Speaker brauchte. Also Google hat mich schon von der Funktionalität her definitiv sehr, sehr angesprochen und ich hatte nicht wirklich Bock auf Alexa. Dementsprechend, ja, da ich so oder so mit meinem YouTube-Kanal einen Google-Account habe und ihn auch aktiv nutze, Google Chrome als meinen Hauptbrowser festgelegt habe, seit jeher bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden, dass ich dann auch entsprechend einen Smart Speaker von Google haben werde. Und jetzt heißt es erstmal Unboxing. Ja? Wir machen das hier etwas spartanischer, ihr wisst Bescheid. So. Und schon haben wir das beides getrennt. Wie bereits gesagt, das Google Home Mini gibt es zu einem anderen Zeitpunkt, denn im Moment habe ich dafür keine Verwendung. Und jetzt sehe ich auch das erste Mal die Verpackung richtig, ja, das Google Pixel 3a. Hashtag Team Pixel, ja, jeder, der einen Pixel hat, bitte in die Kommentare. Und wie bereits gesagt, das Ganze ist hier in der Ausführung in Just Black, hier so schön in Schwarz gehalten. Und mit 64 GB, wie jedes Pixel kommt. Wir legen das hier schon mal auf den Unboxing-Tisch und werden uns das Ganze gleich auf jeden Fall anschauen. Kleine Notiz am Rande, wieso das etwas länger gedauert hat mit dem Video. Ich habe hier auf zwei Produkte gewartet und zwar einmal ein Case, ja, eine Hülle für mein brandneues Pixel 3a und entsprechend auch eine Schutzfolie. Und diese Schutzfolie ist in meinen Augen unerlässlich, ja, eigentlich für jedes Telefon, aber explizit beim 3a, denn einer der Sparmaßnahmen, die Google eben anwenden musste, um den günstigen Preis zu ermöglichen, ist nicht beim Display an sich zu sparen, denn es ist ebenfalls ein OLED und dementsprechend auch sehr, sehr hell, sehr, sehr kräftig von den Farben. Und ja, genauso wie beim Pixel 3,
Was wurde jedoch gemacht? Es wurde auf einen anderen Hersteller von der Glasoberfläche zurückgegriffen, der eben etwas preisgünstiger ist, der zwar trotzdem relativ kratzresistent sein soll, der jedoch etwas anfälliger dafür sein soll, ja eben bei Stürzen zu Bruch zu gehen. Und dementsprechend kann man hier mit einem Fünfer ja, entgegenwirken. Das war wirklich hier entsprechend von Spiegen. Ja, da kaufe ich eigentlich immer meine Display-Schutzfolien. Hatte ich noch nie Probleme mit und bin immer sehr, sehr zufrieden gewesen mit den Echtglasfolien und hatte die entsprechend auch bei meinem iPhone SE. Und das Ding ist mir schon so oft runtergefallen in der Zeit, in der ich es hatte. Seit 2016 habe ich eben in meinem letzten Video dazu gesagt gehabt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, einfach mal reinschalten. Ich habe mein iPhone SE eben für knapp 200 Euro verkauft bekommen und konnte mir dementsprechend hier das schöne neue Pixel 3a besorgen und bin auch wirklich sehr, sehr zufrieden. Habe es zwar noch nicht angeschmissen, aber ich bereue es im Moment kein bisschen, dass ich von Apple weggegangen bin und freue mich eben, ja, Android für euch ein bisschen zu erkunden. Ich werde aber auch nicht allzu viel Zeit damit verbringen, denn Handys sind nicht der Fokus auf meinem Kanal, aber nichtsdestotrotz brauche ich eins. Und dementsprechend werden wir uns den Verpackungsinhalt vom Google Pixel 3a einmal anschauen und dann entsprechend in Folie und Case einmal das Ganze verpacken. Und dann war es das auch schon. Ja, das ist der Plan für das heutige Video und wir gehen einmal in eine andere Perspektive, dass ihr ein bisschen was sehen könnt. Müsste es gewesen. So, und das war's auch schon. Jetzt haben wir hier ein brandneues Google Pixel 3a mit Schutzfolie und Rugged Armor von Spiegen. Das Ganze ist immer noch sehr, sehr nice und sleek. Also wirklich nicht irgendwie dick auftragend. Und es ist immer noch schön handlich. Ja, wirklich ein richtig sexy Phone. Kann man nicht anders sagen. Also es sieht schon ziemlich schön aus. Ja, wie bereits gesagt, hier Aussparungen eben für unsere Lautsprecher, für unseren USB-C-Konnektor. Hier schön die Knöpfe, lauter, leiser, Startknopf und ein Audio-Jack. Ja, wir haben hier tatsächlich einen Kopfhöreranschluss. hätte ich natürlich nicht erwartet gehabt, nachdem ich schon fast gedacht hätte, dass ich vom iPhone SE auf irgendeines dieser räudigen Advertiser-friendly Content anschlusslosen Telefone zugreifen müsste. Das wäre natürlich echt unschön gewesen. Witzige Info am Rande, das Google Pixel 3 hatte keinen mehr. Hatte auch eine Notch, ja, also hier eine Aussparung. und all diese Randerscheinungen, ja, diese Feature-Phänomene, die in den letzten paar Jahren eben rund um das Thema Smartphones und primär durch Apple hervorgerufen wurden, sind hier beim Pixel 3a eigentlich alle
ausgelassen worden. Darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Zu der Hülle übrigens, sie ist leicht matt, also bietet definitiv genug Grip, also es ist keine rutschige Hülle und sie ist ja definitiv gut polsternd hier an allen Ecken, schließt das Ganze gut ein. Also es hat definitiv hier dem Gehäuse des Handys eben nachempfunden diese Kurve mit drin, sodass das Ganze hier eben so eine leichte Lippe rund um den Display hat, sodass wenn man das Ganze eben auf den Display sozusagen fallen lassen würde oder einfach ablegt, die Oberfläche vom Display nicht beschädigt wird. Und zusätzlich durch unseren Displayschutz haben wir eben rundum 360 Grad Schutz. Die Aussparungen und alles haben hier wirklich wunderbar funktioniert. Also alles schön aufeinander abgestimmt. Und ja, dann können wir uns jetzt hier auch weiter ans Unboxing machen. Wie bereits gesagt, Team Pixel, bitte das Hashtag in die Kommentare, wenn ihr auch einen Google Pixel habt oder euch das Pixel 4 eben an der Stelle dieses Jahr holen wollt oder eben genauso wie ich auf einen Pixel 3a zugegriffen habt, weil ihr es leid wart, auf Apple-Produkte zuzugreifen oder eben einfach euch ein neues Telefon besorgt habt. Das war das sehr, sehr simple und fixe Unboxing vom Google Pixel 3a. Ja, Screen Protector und Rugged Armor von Spigen. Und hier haben wir schon unser neues Handy, ne? Ich bin echt enorm happy. Also, ja, wie bereits gesagt, wir haben jetzt gesehen, wir haben hier unsere SIM-Karte, die wir kurz entsperren werden. So, Freunde, das Google Pixel 3a ist jetzt an der Stelle eingerichtet. Ich habe den Sensor hier hinten sozusagen kalibriert, habe das Ganze auf. Hey Google, was kannst du alles? Ich kann dir mit vielen Dingen helfen. Zum Beispiel. Das hast du toll gemacht. Was sagen? Ja, also, wie bereits gesagt, Das funktioniert alles ganz wunderbar. Ich habe auch schon die ersten Apps hier, WhatsApp, Gmail, Amazon, eBay, ja, die standardmäßigen Kandidaten hier drauf installiert und bin jetzt auch schon so ein bisschen dahinter gekommen, wie man hier sozusagen mit dem Gerät umgeht. Wie bereits gesagt, ist mein erstes Android- bzw. nicht Apple-Telefon, aber es ist wirklich kinderleicht. Also der Umstieg war wirklich einfacher als gedacht und es fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Also ich habe jetzt auch schon ein, zwei Videos auf YouTube geschaut, einfach um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, damit zu arbeiten. Habe hier auch schon so ein paar Kommentare durchgecheckt, natürlich auch meine eigenen Videos darauf ausgetastet, um zu sehen, wie das Ganze hier sozusagen mit dem neuen Pixel 3a ausschaut und bin sehr, sehr zufrieden, was das Teil angeht. So, und damit es für euch jetzt hier nicht nur ein stumpfes Video rund um das Pixel 3a war. Ja, ich habe versucht, euch ein bisschen mehr zu zeigen, indem ich euch die Schutzfolie und das Case gezeigt habe. Es ist halt nur ein Telefon, ja. Aber ich würde mal sagen, ich unboxe hier das Google Home Mini direkt in dem Video mal mit. Es gibt übrigens auch einen Case von Google selbst, ja, das in dem Design hier kommt. Aber ich fand, das ist zwar cool, wenn es auf der Couch liegt und sozusagen aussieht wie ein kleines Kissen, aber wenn man dann das Handy so in dem Design hat, ich weiß nicht, das Handy hat man halt viel zu oft überall ja, dran. Das heißt, es wird auch, denke ich, relativ schnell dreckig, würde ich jetzt sagen.
Also das hier sieht jetzt nicht so aus, als ob es jetzt super schnell jetzt irgendwie verschmutzen würde oder so. Aber zumindest beim Handy finde ich, dass es nichts daran zu suchen hat. Ich bin ein bisschen traurig, sage ich mal, dass das Home Mini an der Stelle einen Micro-B-Anschluss hat und keinen USB-C. Aber nichtsdestotrotz, ja, es hat halt eine dauerhafte Stromverbindung. Dementsprechend hat das, glaube ich, jetzt nicht allzu große Auswirkungen auf das Gerät selbst. Aber es sieht auf jeden Fall recht schick aus. Ja, kann man nicht anders sagen. Wir machen das Ganze jetzt hier. So, los geht's, alles klar. Kleine Anleitung und unser Netzadapter. Ich glaube nicht, dass wir das hier brauchen werden. So, das ist unser Netzteil. Hier sehr, sehr schick gelöst, wirklich hier dezent, klein gehalten. Also wenn euch das Thema Smart Home interessiert, ja, vor allem Beleuchtung, werde ich definitiv auf das Thema auf meinem Kanal drauf eingehen und dann entsprechend auch das Home Mini aktiv mit nutzen. Denn hallo Google! Oder hey Google! Ja, funktioniert relativ gut und auch der Sensor snappy as advertiser-friendly content. Also wirklich richtig, richtig schnell und definitiv eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber meinem vorherigen iPhone SE. Die Reise mit Google und Google Stadia dann gegen Ende des Jahres werde ich euch so ein bisschen näher bringen, wenn es soweit ist. Mir fällt gerade auf, dass das auch optisch hier relativ schön zu dem Stadia Founders Edition Controller ausschauen wird, der auch eben in diesem dunklen schwarz, navy blue oder so gehalten ist und dann eben diesen orangenen Akzent gesetzt hat. Also selbst wenn es nur die Auflagefläche ist. Ne? So Freunde, das war es soweit zum Google Pixel 3a. Ja, wirklich nur eine kleine Impression für euch. Für mich der Start mit einem neuen Handy und damit auch ja, der erste Schritt in Richtung Android. Ich bin bis jetzt sehr, sehr zufrieden. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht und habe eigentlich nichts daran auszusetzen. Was ich an der Stelle herausstellen möchte, ist, wie einfach der Umstieg tatsächlich von Apple auf Android war. Ja, ich habe mir einfach Google Drive geholt, sämtliche Kontakte und sämtliche Daten sozusagen einfach bei Google hochgeladen. Dann entsprechend, nachdem ich das hier angemeldet habe, einfach kurz synchronisiert und schon hatte ich wieder alle meine Sachen, mit denen ich arbeiten kann, auf dem Pixel 3a und inzwischen auch all meine Apps drauf. Bin super, super happy und habe mich halbwegs zurechtgefunden, was das Teil angeht. Also läuft bombastisch und das iPhone SE kann getrost in der Tonne bleiben, beziehungsweise in der Hosentasche von dem glücklichen Käufer. Naja, wie bereits gesagt, das Google Pixel 3a wird dieses Jahr noch wirklich eine entscheidende Rolle spielen. Und zwar ist es einer der ersten Smartphones, die dann entsprechend Google Stadia kompatibel sind. Dementsprechend werden wir dann auch mal ein bisschen Battlefield 5 auf dem Format hier zocken, sobald dann entsprechend die Founders Edition bei mir angekommen ist. Denn ja, ich habe sie vorbestellt und ja, ich werde dazu nochmal ein explizites Video machen, ein bisschen auf Google Stadia eingehen. Meine Prognose, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird und ob das Ganze ja, Zukunft hat. Werden wir auf jeden Fall sehen und wie bereits gesagt, ich werde auch noch das Google Home Mini, das ich euch vorhin im Unboxing noch mal ein bisschen gezeigt habe, vor allem wenn es um das Thema Smart Home geht, wie ich meine Hardware sozusagen in den Alltag einbringe und was man damit alles anstellen kann. Auch dafür wird Google mir an der Stelle helfen. Und das war wirklich kein Sponsored Spot. Ich bin nur der festen Überzeugung, dass Google hier an der Stelle die richtige Entscheidung war und ich mit dem Google Pixel 3a mindestens genauso lange glücklich sein werde wie mit dem iPhone SE. Das Google Pixel 4, ja, der Nachfolger, der konkrete Nachfolger vom 3, denn das hier ist eigentlich nur die Budget-Version vom Google Pixel 3, ohne wirklich Einbußungen zu machen, denn der Display ist, wie bereits gesagt, eigentlich identisch. Es ist ein OLED, es hat sogar eine Tick bessere Auflösung. Sowas wie zum Beispiel die Gehäusequalität ist hier eben aus Plastik, was es aber auch deutlich leichter macht und entsprechend dann auch mit dem Case, das ich so oder so auch bei dem Pixel 3, wenn ich es gekauft hätte, ja, so oder so getragen hätte, ist das für mich irrelevant und ich passe eigentlich immer relativ gut auf meine Hardware auf. Egal ob jetzt im PC oder in meiner Hosentasche mit dem Smartphone.
Dementsprechend, wie bereits gesagt, für 366 Euro mit einem Google Home Mini macht man an der Stelle in meinen Augen nichts verkehrt. Und ja, wie bereits gesagt, ich bin sehr, sehr glücklich bis jetzt damit. Ja, das Google Pixel 4, in meinen Augen genauso überteuert wie das iPhone 11 wahrscheinlich sein wird und ein paar kleine Spielereien mit sich bringen wird. Vielleicht einen Tick schnelleren Prozessor als das 3 und ja, was soll's. Ich meine, ich bin jetzt schon mit dem 3a super zufrieden. Warum braucht man dann unbedingt mehr für, keine Ahnung, das Dreifache, Vierfache sogar vielleicht von dem Preis, das das Ding hier so oder so schon bietet. Und wie bereits gesagt, auch das Ding hier wird Google Stadia kompatibel sein und dementsprechend bin ich enorm gespannt, was wir Ende des Jahres sozusagen von Google alles sehen werden. Und ja, schreibt einfach in die Kommentare, wie bereits gesagt, was euch so einfällt rund um das Thema Smartphone, Smart Home und Google Stadia. Wie bereits gesagt, es gibt sehr, sehr viel Content, der dahinter steckt und der auf euch wartet. Nur gibt es im Moment, ja, rund um das Thema AMD, Nvidia und Intel doch deutlich mehr Content in die Richtung zu holen. Von daher, ja, war's das erstmal. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten und wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GAX TV. Bis dahin, wie jedes Mal, Gaming Fitness, that's you see on GAX TV.